Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte meine Buchempfehlung mal wieder loswerden und versuche mich jetzt dabei, so gut es irgendwie geht, wirklich mal kurz zu fassen. Und zwar, dieses Buch hier habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wenn ihr euch überhaupt für Survival-Bücher interessiert und in meinem Buchladen wart, dann liegt da häufig auch eben dieses oder ein anderes Buch von Joe Vogel rum. Ich kann nicht alle seine Bücher empfehlen, da gibt es auch dieses Survival-Dingens für echte Kerle, das finde ich grauenhaft. Das macht nämlich genau das falsch, was dieses Buch hier richtig macht. Dieses Buch ist ausführlich. Das Ding für echte Kerle, das enthält mal so einen kleinen Absatz Text, daneben so ein Foto und das sieht zwar gut aus, aber ich will Informationen für mein Geld und nicht irgendwelche blöden Fotos, die ich mir bestenfalls rausreißen und an die Wand hängen kann. Also ein Bildband für Survival-Zwecke hilft mir nicht wirklich weiter. An dieser Stelle also dieses Buch kann ich wirklich nicht empfehlen. Vom Inhalt her, von den gezeigten Techniken ist das, was ich nicht empfehlen kann, zwar auch korrekt, aber da ärgere ich mich, dass ich so viel Geld für leere Seiten, in Anführungszeichen leere Seiten, also nur mit Foto ausgegeben habe, mit denen ich halt nichts anfangen kann. Ganz anders in diesem Ding hier, das ist quasi die Version des Buches mit Inhalt. So würde ich das quasi interpretieren sollen, wenn ich die beiden Bücher vergleichen müsste. Das Teil hier finde ich super. Unter anderem deswegen, weil der Joe Vogel und ich die eine Gemeinsamkeit haben, dass wir beide ein naturwissenschaftliches Studium, also meins mindestens zur Hälfte naturwissenschaftlich, seins komplett absolviert haben und dementsprechend haben wir gemeinsam, dass wir so Grundlagen der Biologie auf jeden Fall beherrschen. Er natürlich noch mal besser als ich, weil er ist Biologe, ich bin ja bloß Forstwissenschaftler, sprich ich habe meine Zeit auch noch mit BWL verplempert und solchen Dingen und ja, er nicht. Demzufolge kennt er sich da halt eben noch mal besser aus. Und das merkt man, weil wir uns bei vielen Dingen eben einig sind, wo viele andere Survival-Autoren oder andere selbsternannte Survival-Experten nicht unserer Meinung sind, sind wir zwei uns dann wieder einig und meistens dann eben eine andere Meinung. Beispiel Wasser abkochen. Der Herr Vogel sagt, eigentlich würde bis 74, 75 Grad schon reichen und dann muss man das überhaupt nicht lange abkochen, das Wasser. Das sage ich auch, weil ein Bakterium, das ein Krankheitserreger ist, geht bei 74 Grad plus 75 Grad, lass es 80 Grad sein, gehen wir auf Nummer sicher, hops, und zwar sofort und nicht erst nach 5 Minuten oder sowas oder nach 10 Minuten. Bakterien und Krankheit einzellige Organismen, die kochen, überleben würden, die überleben auch 10 Minuten kochen. Das spricht, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob du es kurz kochst oder lang. Vielleicht ab einer halben Stunde würden die dann unter Umständen auch kaputt gehen, aber so viel Brennstoff musst du erstmal haben. Und zweitens, das sind überhaupt keine Krankheitserreger, die kann man ohne weiteres mittrinken. Auch macht er keine Panik vor irgendwelchen Schwermetallen und Chemikalien im Wasser, die in der Natur, also im Walde oder sonst wo, tatsächlich so selten sind, dass es keinen großen Sinn macht, sich jetzt darüber wahnsinnig Sorgen zu machen. Also, wenn ich das gesagt habe und jetzt gelesen habe, dass er das auch sagt, bin ich umso mehr davon überzeugt, dass das auch stimmt. Von daher war das wirklich eine sehr hilfreiche Lektüre, dieses Büchlein. Auch eben die Sache mit dem, was bei mir als Survival-Unfood bezeichnet wird, grüne Pflanzenmasse fressen, wo der eine oder andere selbsternannte Survival-Experte eben in den Wald rennt, irgendwelche Brennnesselblätter mampft. Haha, ich habe mich aus der Natur ernährt. Ha, ich bin ein Survival-Experte. Das gibt's. Jetzt hassen die mich vielleicht, weil sich so jemand unter meinen Zuschauern befindet, der sich, weil er Brennnesselbretter gefressen hat, gleich für als Survival-Experte bezeichnet. Darf er mich gerne deabonnieren, da habe ich dann absolut kein Problem mit. Und solche Leute gibt es eben auch, während hier der Herr Vogel schreibt, was ich eben, bevor ich das gelesen habe, wohlgemerkt, auch in meinem entsprechenden Survival-Unfood-Video angemerkt habe, grüne Pflanzenmasse hat keine für uns verwertbaren Nährstoffe und bringt uns, wenn wir nicht verhungern wollen, erstmal überhaupt nichts. Auch, ich weiß nicht, ob er jetzt auf Vitamine großartig eingeht, er macht es in einem anderen Buch, wo ich mal reingelesen habe, das habe ich mir aber nicht gekauft, hole ich noch nach, da sagt er auch, dass das mit den Vitaminen relativ zu vernachlässigen ist, wenn man Nüsschen futtert, Wurzeln futtert, Käfer futtert, vielleicht auch noch Würmer futtert, dann hat man auch keinen Vitaminmangel und muss nicht zwingend jetzt irgendwie darauf achten, dass man jetzt besonders Vitamin C-haltige Blätter von der Linde, ich habe keine Ahnung, ob die besonders Vitamin C-haltig sind oder nicht, mampft, weil das braucht man einfach nicht. Also da sind wir uns völlig einig, gerade eben was das Ernährungsthema angeht, bin ich da ganz auf seiner Linie.
Es gibt hin und wieder so winzig kleine Details, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin. Zum Beispiel meint er, Moos scheidet als Ernährung aus. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt und bin der Meinung, dass man eine Moossuppe im Winter, wenn man überhaupt nichts anderes findet, ähnlich wie eben die Cambium-Spaghetti, die er nicht erwähnt, auch noch in Erwägung ziehen könnte. Aber das Buch ist ja auch nicht, soll ja auch nicht absolut umfassend, allausführlich sein und jede einzelne Survival-Technik und jede Option, mit der man an Nahrung rankommen kann und so weiter und so fort beinhalten. Konzipiert ist es, wenn ich ihn jetzt richtig kapiert habe, verstanden habe, darauf, dass man sich irgendwie wider Willen in der Wildnis befindet, ein Messer dabei hat und dann dort so lange überleben muss, bis die Rettung kommt. Also es ist davon auszugehen, dass man gerettet wird. Wir sprechen also von einem Zeitraum von 1 bis 2 Wochen. So ganz grob, irgend sowas um den Dreh. Und darauf ist das ausgelegt und es enthält Techniken, wie man eben diese 1 bis 2 Wochen übersteht. Und das allerdings dann wieder in einer Ausführlichkeit, die das in fast allen Klimazonen ermöglicht. Bis auf die, wo man ohnehin quasi ohne Jacke sofort erfriert, ohne irgendwas machen zu können. Oder alternativ die Wüste, wenn du da mittendrin bist, findest du auch nicht rechtzeitig Wasser. Deshalb hat er sich eben auf die mehr oder weniger Waldklimazonen der Erde beschränkt, was mir sehr entgegenkommt, auch als Waldfreund. Und das Buch ist definitiv auch darauf ausgelegt, dass man sich zu bestimmten Spezialthemen dann nochmal Spezialliteratur besorgen muss. Es ist nämlich zum Beispiel kein Pflanzenbestimmungsbuch. Er benennt ein paar Pflanzen, die sehr gut essbar sind, die dann vielen Leuten vielleicht auch schon bekannt sind. Wer sich ein bisschen länger mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, kennt die. Zum Beispiel der berühmte Breitwegerich und Spitzwegerich und überhaupt die Wegeriche. Was noch? Ja, der Löwenzahn natürlich und worauf er jetzt nicht explizit eingeht, weil das wieder was für die langfristigere Ernährung ist, weil es lange dauert, sie aufzubereiten, wäre zum Beispiel Eicheln oder Bucheckern, die erwähnt er nun mal ganz kurz und auf Maroni geht er auch nicht ein, weil die gibt es halt eben auch nicht überall und schon gar nicht weltweit. Von daher, das sind so Kleinigkeiten, die ich persönlich wichtig finde, wo ich aber völlig verstehen kann, dass die in diesem Buch nicht drin sind. Also wenn ihr auch irgendwelche Kleinigkeiten vermisst, weil sie euch jetzt speziell interessiert hatten, das kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er jetzt kein solches Lexikon geschrieben hat. Ich finde das Buch wirklich für das, worauf es ausgelegt ist, wirklich ganz hervorragend. Dann auch alles drin, eben für diese ersten 1 bis 2 Wochen in, so gut man das überhaupt für ein nicht genauer klassifiziertes Terrain überhaupt machen kann. Da gibt es dann immer einen Absatz Dschungel, einen Absatz, also das steht da nicht so explizit da, aber im Prinzip hat er so geschrieben, dass da mal ein bisschen was für den Dschungel dabei ist, ein bisschen was für den borealen Wald, gemäßigter Breiten. Es gibt so einen kleinen Absatz zur Orientierung, der mir sehr gut gefällt, weil er eben schreibt, ja, das mit dem zu wissen, in welche Himmelsrichtung man läuft, ist jetzt gar nicht so ultimativ wahnsinnig wichtig, wie es bei vielen Leuten sich dann wieder anhört, als wäre das jetzt unglaublich wichtig, dass man jetzt rausfinden kann, wo Nord-Nordost ist, weil wenn man irgendwo in der Pampa ist, dann weiß man ja auch überhaupt nicht, in welche Richtung man muss, beziehungsweise man weiß nicht, wo man ist, dann hilft es einem auch relativ wenig zu wissen, wo Norden, Süden oder was auch immer ist. Wichtig ist, dass man nicht im Kreis läuft, wenn man irgendwo hinmarschiert, und solange man auf diesem Planeten lange genug geradeaus läuft, kommt man irgendwann an eine Straße oder zumindest einen Fluss, der so aussieht, als würde er in die Nähe einer Siedlung führen, dann folgt man dem Fluss. Das ist so die Grundlage des aus der Wildnis raus Orientierens. Ich glaube, es gibt irgendeine Statistik, dass je nachdem, wo man auf dem Planeten ist, man spätestens, absolut allerspätestens, nach 300 bis 500 Kilometern in eine Richtung laufen an, eben eine größere Straße oder irgendwas Zivilisatorisches kommt. Schreibt er hier übrigens auch, deshalb weiß ich das jetzt. Ja, viel mehr habe ich zu dem Buch eigentlich dann nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, ich finde es super. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass er da einiges geschrieben hat, was ich auch so gewusst hätte, was ich prinzipiell bedenke, hätte ich auch schreiben können. Also da bin ich einfach ein kleines bisschen neidisch. Wobei er natürlich definitiv der Survival-Experte ist. Ich nicht. Habe ich hoffentlich auch immer noch nicht von mir behauptet. Ich bin Forstwissenschaftler, der so ein ganz kleines bisschen hobbymäßig nebenher macht und es gerne erklärt, eben wie der Wald funktioniert und so weiter und so fort. Aber was jetzt Survival-Techniken angeht und so weiter, da bin ich halt eben fortgeschritten. Irgendwie sowas. Was ich auf Amazon übrigens an Kritik an diesem Buch gelesen habe, ist, dass der Titel ein bisschen irreführend ist. Das mag vielleicht sogar ein bisschen stimmen. Das ist so zu verstehen, dass man Outdoor Survival betreibt und nur ein Messer hat.
Das heißt, das Buch enthält jetzt nicht explizit 7000 Techniken mit dem Messer und ist auch nicht speziell für Messerfanatiker ausgelegt, sondern das ist einfach sein einziges Werkzeug, was er bei den hier vorgestellten Techniken verwendet. Schnur dreht er sich selber, zum Beispiel aus Brennnessel und solche Späße oder irgendwelchen. Ja, langfristig gesehen kann man es dann auch aus irgendwelchen Tierhäuten und Ähnlichem machen, aber das steht dann schon wieder nicht drin. Beziehungsweise er hat das meiner Meinung nach sehr geschickt gelöst, solche Situationen, wo es langfristig gesehen bessere Lösungen gibt, dann nennt er die kurz, aber sagt, das sprengt den Rahmen des Buches, beziehungsweise wäre erst für ein langfristiges Überdauern interessant und halt eben über diese bis maximal 14 Tage heraus Szenarien. Das finde ich eigentlich auch wirklich geschickt gelöst. So ist das Buch dann doch auch thematisch gut eingegrenzt. Und ich unterstelle jetzt einfach dem Joe Vogel jetzt mal, dass er eben auch ein Buch schreiben wollte, was für dieses von ihm hier angenommene Szenario dann auch alle wesentlichen Informationen enthält. Und das hat er definitiv geschrieben und das kann ich uneingeschränkt empfehlen. So, habe ich jetzt, glaube ich, sogar mehrfach gesagt, aber an dieser Stelle sollte das auch schon wieder genügen. Wünsche euch viel Spaß damit. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis auch völlig in Ordnung. Ich glaube, weiß nicht mehr, was das gekostet hat, steht auch nicht mehr hinten drauf. Aber das findet ihr ja selber raus, das gibt es in jedem allgemein bekannten Bücherverkaufenden Geschäft oder Onlineshop. Macht's gut!